Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Taskleiste unter Ubuntu 9.04, geht natürlich auch unter den älteren Ubuntu-Versionen, auf Auto-Hide oder automatisches Verbergen stellen können. Wir klicken dazu mit unserer rechten Maustaste auf den Beginn unserer Taskleiste, und zwar den Teil, der die Anwendungen beherbergt, die wir gestartet haben. In diesem Beispiel ist das hier genau zwischen dem Icon und eben diesen vier Punkten. Nur wenn Sie das Schnellstart-Icon nicht sehen, dann eben zwischen Ihrem Startmenü, System und den vier Punkten. So, wir klicken da rein. Wir wissen, dass wir das Richtige gefunden haben, wenn wir im Kontextmenü den Eintrag Eigenschaften bekommen. Da klicken wir drauf und können jetzt hier im Karteireiter Allgemein einfach den Punkt Autoverbergen anwählen. Klicken wir drauf, schließen. So, und in dem Moment verschiebt sich die Taskbar nach oben, wenn wir sie denn nicht brauchen. Und wenn wir sie brauchen, fahren wir mit der Maus da oben hin und schon wird sie wieder eingeblendet. Kriegen das Ganze ein bisschen schneller hin, wenn wir da drauf klicken, dann kommt sie noch schneller. Aber grundsätzlich so schon ganz okay. Abgesehen vom Auto-Hide, haben wir ja gerade gesehen, haben wir noch zwei andere Möglichkeiten. Und zwar können wir noch Verbergen-Knöpfe hier anwählen. Die machen allerdings nur Sinn ohne die Auto-Verbergen-Funktion, denn das ist besser für das manuelle Verschieben. Können wir jetzt hier einfach draufklicken und schon verschiebt sich die Taskleiste nach links und die Anwendung wird entsprechend größer. In die andere Richtung geht es natürlich genauso gut. Klicken wir drauf, kommt es wieder und jetzt das Ganze nach rechts. Okay.